Am Zauchbach in Gitzing befindet sich eine der letzten Hausmühlen der Osterriche Gemeinde Neuhofen-Yps. Die Mühle aus dem Jahre 1861 wurde revitalisiert, um sie für die Nachwelt als altes Kulturgut zu erhalten. Sie wurde für Interessenten zugänglich gemacht und jährlich findet eine volkstümliche Veranstaltung, das Mühlenfest, mit einem Schaumahlen statt. Das erste Mühlenfest kam am 17. September 2006 zur Austragung. Zusammen mit Johann und Günther Wagner, die sich um die Renovierung der Hausmühle Pfaffenlehner bemüht hatten, organisierte die Goldhalben- und Hammerherrengruppe Osterriche dieses erste Mühlenfest in Gitzing. Nach Jahrzehnten des Verfalls fand am österreichweiten Tag des Denkmals und anlässlich der Präsentation des frisch restaurierten Mühlengebäudes ein erstes Schaumahlen statt. Ausschank und Jause übernahmen die Goldhauben- und Hammerherren. Der Kern der Idee ist einfach und hat sich seither jedenfalls, sofern das Wetter mitspielt, die letzte Hausmühle an der Zauch südlich von Neuhofen zwischen Hiesbach und St. Leonhard gelegen, dokumentiert die bäuerliche Eigenversorgung des 19. Jahrhunderts. Es werden Roggen und Weizen im Steingang der Pfaffenlehner Mühle zu Mehl vermahlen, welches in einem Backofen vor der Mühle zu Brot gebacken wird. Musik und bäuerliche Spezialitäten runden die Veranstaltung ab.